Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Part hier in Super Mario Galaxy. Wir durften mal eine neue Verwandlung quasi austesten, nenne ich es mal, und zwar die Eisblume, mit ich damit nicht gerechnet habe, dass es die damals schon in Mario Galaxy gab. Ich habe die zum ersten Mal wirklich erst in NSMBUI gesehen, deswegen war ich nicht geschockt, aber leicht, sagen wir es mal, verwirrt. Deswegen, ja, nehmen wir das jetzt mal einfach mal so hin. Wir machen direkt weiter und warum ist denn das Fragezeichen diesmal grün? Ein geheimer Kometenstern oder was? ich glaube, das ist die Galaxie, mit der ich beim letzten Mal übelst die Probleme habe. Hatte. Das machen wir irgendwann mal später. Deswegen öffnen wir jetzt eine nächste Galaxie. Phantom. Phantom-Galaxie. Soll das so ein. Soll das irgend so eine Keule darstellen oder so? Aber richtig auch noch schlecht geworden. Aber egal. Ja, da geht's jetzt weiter in die Phantom-Galaxie. So wie sich das anhört, werden wir bestimmt definitiv auf Boohoos treffen. Rette Luigi aus dem Spukhaus. Alles klar. Dann machen wir das gerne. Und wundert euch nicht, warum ich... Ach, da ist er ja schon, der gute Kollege. Die Zweitbesetzung. nee, Spaß. Aber wie gesagt, wundert euch nicht, warum ich etwas mehr Ups habe. Der Toad bei Rosalinas Observatorium hat wieder einen Brief von Peach wieder hinterlassen und hat mir wieder 5 Ups gegeben. Wir hatten beim letzten Part 4 und jetzt haben wir wieder 9. Für mich ist es schon praktisch. Das heißt, jetzt nicht unbedingt, dass wir die jetzt sehr leicht wieder ausgeben durch meine wunderbaren Fails, was leider immer des Öfteren danach kommt, leider. Aber ja. Warum kommen mir diese... Es sind zwar auch Gumbas, aber warum kommen mir diese Kürbisse auch etwas bekannt vor? Ich weiß nicht warum. Aber das sagt mir irgendwas. Und Spinnen sind auch noch dabei. Oh nee, wie eklig. Wie räudig. Aber ja gut. Lass mal so besiegen. Geht das auch so? Nee, schade, leider nicht. Machen wir es mal so. So ging es ja auch. Okay, jetzt geht's einmal so komisch rum. Warum habe ich jetzt extra meinen Kopf mit umgedreht? Das hat mir überhaupt keinen Sinn gemacht, aber ja gut. Ja, okay, hier ist schon der erste Buu. Da kommt sowieso safe raus, bestimmt. Der ist nicht nur leinwandmäßig. Ah. Auch die Musik, das ist ja auch aus 3D-Land. Ja, lol. Geh ja weg, ey. So, da steht ein Schalter. Wurde jetzt Licht gemacht und das hilft mir jetzt was? Bringt man aber nicht viel mit dem Licht. Hä? Das bringt man aber irgendwie nicht viel, ne? So, soll ich hier irgendwas mit den Statuen irgendwie machen? Aber ich habe auf jeden Fall die Möglichkeit, es zu verschieben, weil sonst würde Mario bestimmt nicht diese Animation machen. Oder? Was bringt denn mir das Licht? Hä? Muss ich das verstehen? Ja, ich werde der Sache auf jeden Fall noch auf den Grund gehen. Hier sieht es so aus, als könnte ich irgendwie weiter. Aber was hat das mit dem Boohoo irgendwie zu tun? Kann ich den irgendwie erledigen oder so, wenn überhaupt? Aber klar, dass auch einer hier rauskommt. Der hat einen Schlüssel. Wie besiege ich denn die Boohoos? Das geht doch nur mit einem Stern oder irgendwas, weil mit irgendwas anderem geht das ja nicht. Hä? Ja, ja klar, ne? Ich bin so unnötig. Ja, wie kriege ich denn das jetzt hin? Nö. Hä, ist er jetzt größer geworden? Geh doch einfach weg. Hä? Ja, du mich auch. Ich wollte es testen.
Aber ja gut, da hat sich das ja geklärt. Ja, wie kriege ich denn jetzt down? Ja, ich bin gleich tot. Ja, geil. Eine Münze werde ich jetzt auch nicht mehr bekommen, bestimmt. Bringen das was hier alle Lichter überhaupt hier auszumachen? Eigentlich gar nicht, ne? Einfach beide, da bekomme ich wenigstens eine Münze. Wie bekomme ich... Oh, hier ist ein Tod. Geister sind empfindlich gegenüber Licht. Ja, schön, aber das bringt mir jetzt nicht viel. Oder, ah, vielleicht mal doch, komm mal her. Doch, ich habe eine Idee. Das ist eigentlich eine leichte Idee. Na, du bist ein Geist, du kannst auch hier über Tische und Bänke und was weiß ich, wo ich durch ganze Häuser hier schweben. Komm mal hierher. Ah, schön. So. Selbst schon die 5 Minuten, ich zähle die 1 Minute jetzt nicht mit, war schon richtig lächerlich. Jetzt können mich einige wieder für voll behindert wieder abstempeln, weil ich nicht gleich sofort gerafft habe, obwohl es selbstverständlich war. Aber egal. Ist mir jetzt einfach mal egal. So, jetzt darf ich wieder schön die Sternenteile da aufsammeln hier, um hier weiterzukommen. Ich dachte, ich lasse mich jetzt ernsthaft von so einem Gumba treffen. Komm noch mal her, bitte. Dankeschön. Achso, jetzt muss ich noch mal woanders hin. Du. Oh! Alter, war das knapp, ey. Okay. Weg mit dir. Nee, will ich haben. Dankeschön. So, wo ist denn jetzt der Letzte? Nein! Weg mit... okay, so geht's auch. So, wo ist denn jetzt das letzte Sternteil? Ach, da ist es. Einfach so voll easy. Hab ich gar nicht gesehen beim Anfang. Lol. Na dann. So, auf geht's. Let's go. Und jetzt gehen wir weiter nach oben, oder was? Oder wie darf ich das jetzt hier sehen? Oh, der Hintergrund sieht da richtig geil aus. Ja, gönn dir mal die Sternteile hier. Noch ein Schlüssel? Oh no. Hä? Ja, da muss man ein bisschen rumskillen mit denen, deswegen... Na, ist ein bisschen gefährlich. Aber das geht schon recht gut. Jetzt habe ich das auch endlich mal auch mit den Buhus gecheckt. Nee, der spuckt auch nur eine Münze raus. Würde ich hier vielleicht eventuell One-Up bekommen oder sieht das nur so aus, wenn ich irgendwas mache? Nö. Wahrscheinlich nicht. Keine Ahnung. Ist anscheinend in Geistersprache geschrieben. Okay. Bringt das was, dass ich den Buhu überhaupt auch ins Licht schieb? Bekomme halt nur eine Münze halt, deswegen ja. Och, ich mach's jetzt einfach mal. Nein, als ob. Na, okay, hat nicht viel gebracht. Hat nicht so viel gebracht. What the fuck? LOL? Okay, hä? LOL? Damit habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Ist ja geil. Das ist nice. Du bist nun Geist, Mario. Um unsichtbar zu werden, schüttle die Wii-Fan-Bedienung. Alter, wie sieht das aus? Ist das geil? Ist das geil? Aber ich darf mich wahrscheinlich auch nicht vom Licht treffen, sonst... Kassiere ich einen Hit oder so? Ich will es jetzt eigentlich auch nicht ausprobieren. Aber ich habe ja sowieso hier Münzen, die ich einsammeln kann. Oh, ich verwandle mich wieder zurück. Dann halt so. So ist wenigstens besser. So geht's wenigstens. Aber wenn ich unsichtbar... Okay. Auch wenn ich unsichtbar bin, zählt das nicht. Ey, das ist richtig geil. Ey, cool.
Wie geil ist das denn? Das feiere ich gerade richtig hart, ey, ohne Witz. Ey, das ist ja richtig geil, wirklich. Aber sonst kann ich nichts machen. Achso, wenn wir schweben auf A drücken, wahrscheinlich kann das aber trotzdem verfolgen. Damit kann ich aber nicht getroffen werden, wenn die mich verfolgen, oder? Wollte ich jetzt eigentlich gar nicht, aber ja, gut. Sehe ich aus wie ein weiblicher Buhu? Sehe ich aus wie ein Weib? Na, definitiv nicht. Vielleicht sind die Geister auch schwul oder so. Keine Ahnung. Was weiß ich? Na, dann halt nicht, dann lass es bleiben. Nein. Nee, geh weg, Alter. Nein! Verdammt! Ey, es macht übelst Fun, ey. Das ist richtig geil. Wirklich ohne Witz einfach nur. Das ist... Ey, das ist geil. Aber nur in Mario Galaxy gibt's das. Wahrscheinlich. Ich hab das sonst nur irgendwo gesehen. Kannst du auch mal... Achso, dann muss ich einzeln drücken. Ah, okay, gut. Lol, wie geil ist das denn? Wie kann ich wieder... So muss ich einzeln drücken, um hochzukommen. Aber wie der nicht schaut, Alter. Wie so ein Perverser. So, jetzt lasse ich mich mal vom Licht treffen, weil anders geht's ja nicht. Danke dafür. Und so wie es aussieht, haben wir Luigi jetzt gerettet. Juhu. Da ist er. Bruderherz, da bist du ja endlich. Ich habe die Toads aus den Augen verloren. Es war furchtbar. Aber ich habe einen Powerstein gefunden. Siehst du, ich bin doch zu etwas zu gebrauchen. Okay, okay. Jo, wenigstens etwas. Besser als nichts. Thanks. Kann ich nur zurückgeben. Thanks für den Stern, den du mir gegeben hast. Darauf erstmal einen Schluck Tee. Prost. Das muss jetzt sein. Egal. So. Ach, deswegen können wir dann später quasi Mario Galaxy als Luigi zocken. Deswegen ist da auch dieser grüne Stern zum Fliegen oder so. Es geht erst mit Luigi, denke ich mal. Naja. Willkommen zurück. Dort drüben ist jemand, der behauptet, dein Bruder zu sein. Als ich ihn fragte, sagte er mir, er wolle zusammen mit dir Powersterne suchen gehen. Ihr habt euch bestimmt viel zu erzählen. Schaut doch mal bei der Garage vorbei. Speichern, definitiv. So. Jo, gehen wir mal direkt dahin. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Boah, ich bin jetzt rausgeflogen. So, was hast du noch so erzählen, mein Bruder? Bruder, du suchst doch nach Powerstern, oder? Dann will ich dir dabei helfen. Wahrscheinlich hast du in der Eierplanet-Galaxie... Ah ne, das war der Anfang. Das war jetzt nicht meine Wunschgalaxie. Ne, die kommt noch. Wahrscheinlich hast du in der Eierplanet-Galaxie einen übersehen. Wenn ich ihn gefunden habe, schreibe ich dir einen Brief. Versprochen. Kannst du gerne machen. Ah ja, da ist ja sowieso so ein Safe One-Up immer dabei. Also nice, ja. Oder man kann erst den Grünstern mit Luigi halt so durchfliegen, wenn man erst das Game durchgespielt hat oder so. Also nicht unbedingt alle 120 Sterne. Waren es 120? Ich glaube, ja. Wenn man erst alle Sterne halt gesammelt hat oder halt erst, wenn man halt die Story halt durchgespielt hat. So, es geht natürlich halt weiter in der Küche, halt, ist ja klar. Vor allem der Aufbau, ey, weil ich mir nie so einen Teil dabei gedacht habe. Der Aufbau ist einfach nur Badezimmer, Küche, Terrasse, Rosalina, Frau,
Soll ich da noch irgendwas sagen? Ich bin mal gespannt, was dann noch so auf mich zukommt. Was für Bereiche des Zimmers. Badezimmer, Küche. Vor allem die Küche, aber ja gut. Ich bin jetzt kein Feminist. Jetzt behauptet, Frauen gehören in die Küche, obwohl das voll lustig ist. Sowas zu behaupten, ne? Solche Frauenklischees. Aber ja gut. belassen wir das einfach mal. So. Eindreht nochmal hier rein. So, na, das mache ich wirklich später. So. Machen wir noch einen weiteren Stern hier in dieser wunderbaren Galaxie. Ich trinke nochmal einen Schluck. So. Buhu-Wettläufer. Darf ich jetzt mit einem Buhu um die Wette rennen? Wie damals in Mario 64 mit dem Koopa? Oder hier bei einem Schattenkomet oder so mit Schatten-Mario? Oder sowas? Ich glaube, sowas ähnliches wird jetzt zutreffen. Denke ich mal. Kann ja sein. Geht die Fledermäuse waren vorher nicht. Ja, hier war mal eine Brücke, aber jetzt nicht mehr. Deswegen müssen wir es ein bisschen schwierig gestalten, indem wir diese behinderten Sterne hier platzieren. Ich habe sie ja gemocht am Anfang, weil das so schön skillig damit zu spielen ist. Aber dann so, seit dem einen Part, wo ich übrigens oft davon gestorben bin, ne, hasse ich die wie die Pest. Ah, da ist er ja schon. Hehehe, du willst ihn haben? Dann musst du mich im Rennen besiegen. Ist mir recht. Wir zerbersten dich. Also dann, auf geht's. Diese Musik. Wenn jetzt diese Musik kommt, ey. Nee, dann doch nicht. Ich hätte gedacht, es wäre jetzt hier Mario 64 Musik zufällig. Nee, ein bisschen schneller, wenn's geht. Nein, chill. Ich bin immer noch. Oh lol. Oh nee, ne. Oh, hallo! Hey, bist du behindert? Ja, ey, toll! Ey, was ist denn das für ein Grotz? Ich hätte das sogar locker geschafft. Übelst easy. Ja, genau, ey. Darauf erstmal einen Schluck Tee. Ey, das ist doch Betrug, Mann. Kann da nicht automatisch da aus dieser Drecksblase da rausgehen? Ey, was war denn das? Das war übelst unnötig. Das war richtig unnötig. Boah, nee. Komm, ey, komm. Mit übelsten Vorsprung müssen wir das jetzt hier gewinnen. Wenn das hier klar ist. Fail ich schon mal richtig hart am Anfang irgendwie so ein bisschen. Weil der fliegt ja dann automatisch dann einfach so runter, wenn man sich nicht mit einem weiteren Stern verbindet. Aber jetzt bin ich gerade ein bisschen schneller. Wie gesagt, Vorsprung.
Bei der letzten Passage mit den Stachelkugeln kann ich mir ja eventuell ein bisschen Zeit lassen. Aber komm, da sieht das gut aus. Komm, ey, das kann ich jetzt nicht verkacken. So, hier kann ich mir etwas Zeit lassen, vielleicht. Ja, nice. Oh, dankeschön. Es war leider kein First Try, aber ich hab's geschafft. Yay. Toll. Und ich hätte gedacht, ich hätte den Sieg schon in der Tasche. Versprochen ist versprochen. Ich gebe dir diesen Stern. Können so Buhus klingen? Ich weiß nicht. Egal. Aber gut. Hey, nimm Hilfe und verschwinde. Ja, ist ja gut. Chill mal deine Base, Alter. Das war jetzt im Zoll eigentlich. Ja, gut. Wieder zwei Sterne in einem Port. Wunderbar. Ist doch wunderbar. Ich hab Durst, sorry. Ich hab fast nichts getrunken. Aber egal. Es ist eine Aufnahme, aber es ist mir jetzt egal. Das kann ich nicht alles raus. Aber wunderbar. Was hat jetzt der Toadie zu sagen? Hier ist ein Brief von Luigi. Ich habe den Stern ab jetzt. Komme ich nicht mehr zurück. Das Foto hilft dir, mich zu finden. Was ist das für ein Ort? Er wirkt vertraut, aber andererseits auch wieder nicht. Damit du Luigis Aufenthaltsort nicht vergisst, gebe ich dir dieses Foto. Wird wahrscheinlich auch einmal eine Weepin-Wand auch noch angeheftet werden. Ja gut. Wenn du das Foto sehen willst, drücke Minus oder Plus, um den Pausenbildschirm aufzurufen. Dann wähle das Briefsymbol, um das Foto zu betrachten. Danke für den Tipp, Toadie. Und ja, das machen wir dann im nächsten Port. Hä, ist das so aufgeleuchtet, deswegen wegen ihm? Nee, das sieht nur so aus. Das war schon vorher schon so grün. Ich dachte jetzt schon. Aber ja gut, dann würde ich sagen, wenn es euch mal wieder gefallen hat, dann gebt gerne einen Daumen hoch. Wenn ihr neu auf diesem Kanal seid, könnt ihr mich auch gerne abonnieren, wenn ihr Bock drauf habt. Und auch keine Videos zu verpassen. Auch gerne die Glocke, wenn ihr wollt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bei einer weiteren Party in Super Mario Galaxy. Bis zum nächsten Mal und ciao Leute. Macht's gut.